Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute hier zu meiner kulinarischen Jugenderinnerung. Ich koche heute ein ungarisches Gericht, und zwar die gelbe Erbsensuppe. Und ihr seid dabei, live und in Farbe. Coole Sache. Naja, dann schauen wir mal, was wir hier alles haben dazu. Wir haben hier dazu bestes Mangalitza-Fett von meinem Freund Andras aus Amtsberg. Warte auf Nachschub, auf Nachlieferung, damit ich wieder schönes Mangalitza-Fett auslassen kann. Das würde ich euch direkt dann irgendwann mal zeigen, wenn ich es dann da habe. Und dann habt ihr einen richtig schönen Schweineschmalz, der vom Allerfeinsten ist, sage ich euch. Und der ist essentiell in der ungarischen Küche, definitiv. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Küche meiner Großeltern hatten wir ganz entspannt unterm Küchentisch immer einen Trog gehabt, wo das Schweineschmalz halt drin war. Und ob es das auf die Schnitte gab, ob es zum Ansetzen von Suppen, vom Gulasch, also vom Pürkelt war, wie auch immer, das war eine coole Erinnerung. Fettschnitte, mega, 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 mega. Genau, also, ihr bekommt heute meine gelbe Erbsensuppe. Und die gelben Erbsen, das sind halbierte Trockenfrüchte, habe ich hier ganz einfach schon mal gestern Vormittag eingeweicht. Ihr könnt die natürlich auch trocken verarbeiten, aber umso länger dauert es natürlich auch, dass die Suppe dann halt fertig wird. Also gelbe Erbsen eingeweicht in Wasser. Genau, zuerst brauchen wir ein bisschen was von unserem Mangalitza-Fett. Da geht mal schön hier ein Esslöffel rein. So, dann brauchen wir eine Küchenrolle. Ich gehe erstmal kurz eine Küchenrolle holen, ihr Lieben. Ah, da ist sie. Also Mise en place, ganz wichtig. Das bedeutet im Prinzip, die Vorbereitung an deinem Arbeitsplatz muss alles da sein. Alles, was du brauchst, damit du ganz entspannt kochen kannst. So, also hier, Schalotten erstmal schälen. Ihr braucht natürlich nicht mitschreiben, das Rezept für meine gelbe Erbsensuppe. Könnt ihr dann schön in der Story oben sehen. Ne? Denkt dran, die ist aber nur 24 Stunden online. Das heißt, falls ihr im Nachgang euch das Video anschaut, dann gebt mir eine Info. Schreibt mich an. Ich bin für euch da, ihr Lieben. So, also Knoblauch schälen. Dort kommt es natürlich immer auf den Gusto drauf an. Ich habe 3 bis 4 Knoblauchzehen hier im Rezept stehen. So. Und im Endeffekt, jetzt schaut mal hier, zeige ich euch jetzt mal, beim Knoblauch, ne, habt ihr diesen Keimling hier drin, ne? Seht ihr das? Der verfärbt sich manchmal grün oder blau, ne? Je nachdem wie lange der Knoblauch liegt. Den entfernt ihr bitte, weil der sorgt dafür, dass ihr so ein unangenehmes Aufstoßen und diesen unangenehmen Knoblauchgeruch habt, den einfach rausnehmen, ne? Also den zeige ich euch auch nochmal hier rein. Hier diesen Keimling da, ne? Den schneidet ihr raus. Ne? Jetzt kommt es natürlich auch immer darauf an, wie stark möchtet ihr die Intensität des Knoblauchs haben. Wenn ihr ihn natürlich dort fein schneidet oder zerdrückt und zugebt, dann wird er natürlich intensiver, als wie wenn ihr die Knoblauchzehe einfach nur andrückt. Ne? Dann wird er nicht ganz so extrem. Hier haben wir wieder einen Keimling, raus damit. Will keiner haben. Jetzt hier, in dem Fall Schalotte. Ihr könnt auch gerne eine Zwiebel nehmen. Schalotte ist natürlich die mildere Variante, die einfach mal hier grob schneiden. So, dann macht euch ein bisschen Platz hier, damit ihr das alles schön sehen könnt. So, und hier ab ins heiße Mangalitza-Fett rein. Also keine Sorge, wenn ihr kein Mangalitza-Fett habt, dann könnt ihr natürlich auch ein Speiseöl nehmen. Das ist überhaupt kein Problem.
So, den Knoblauch ebenfalls hier fein runterschneiden. Wenn wir jetzt wieder Düfte transportieren könnten zu euch, dieser Mangalitzer Duft, wenn das so leicht erhitzt ist, kriege ich gleich wieder Gänsehaut, weil das natürlich Erinnerungen sind, die ich an meine Kindheit habe. Und dann sehe ich mich tatsächlich da bei meinem Opa in der Küche drin sitzen und warten und zuschauen, wie er das macht und wie er das kocht. So, jetzt also hier schön farblos anschützen. Das heißt, nicht dunkelbraun anrösten, sondern wirklich nur farblos anschützen. Das ist wichtig. In der Zwischenzeit können wir hier unsere Erbsen, unsere gelben Erbsen, einfach mal abgießen. So, jetzt ist wichtig, wir verwenden natürlich auch Paprika. Paprika im Blut. Richtig ungarisches Paprika, ne? Ich habe hier die edelsüße Variante. Und Paprika ist auch nicht gleich Paprika, ihr Lieben, ne? Es wird natürlich auch viel Schimmelpilz betrieben. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist natürlich, wenn du öffnest, die Farbe, ganz wichtig. Und der Duft kann sein, da muss dir in die Nase fliegen. Und es muss richtig schön nach Paprika riechen. Ne? So, also hier Paprika entfaltet sein Aroma natürlich, wenn du es mit heißem Fett ein bisschen anschwitzt. Ne? Also, rein damit. Hierbei ist nur wichtig, aufpassen, dass der Paprika nicht verbrennt, sondern mit der Widerstrahlung. Und dann könnt ihr den Ansatz komplett nochmal neu machen. Also wirklich leicht anschwitzen die ganze Geschichte. Bisschen Temperatur aussetzen. Und jetzt kommt hier die gelbe Erbse dazu. Ich mache hier mal alles rein. Mit an, ne? Also wieder Temperatur hochnehmen. So, jetzt habe ich hier eine Brühe zur Hand genommen. Eine Brühe, ihr könnt hier in der Hinsicht natürlich auch mit Wasser aufgießen, das ist überhaupt kein Thema. Ihr müsst natürlich dann mehr mit der Wurzel arbeiten. Ich habe hier eine Brühe von einem geräucherten Eisbein. Ja, das heißt, eine richtige schöne Pökelbrühe, sage ich jetzt mal ganz einfach, die natürlich auch ein wunderbares Aroma hat, einen wunderbaren Geschmack hat. Ja? Also hier schön anschwitzen die ganze Brühe. Also ihr könnt das Ganze auch mit einer Gemüsebrühe aufgießen. Das ist überhaupt kein Ding. Klack muss es machen, das ist wichtig. Und dann rein damit. So. Wunderbärchen. Jetzt lassen wir die ganze Geschichte hier schön köcheln. So lange, bis die Erbsen natürlich in der Hinsicht schön weich wird. Das dauert in der Regel, ich sage jetzt mal so 20, 25 Minuten. Was kommt noch zu? Die Pfeffermischung. Luz seine Pfeffermischung. Schöner Tallicherry-Pfeffer, bengalischer Langschwanzpfeffer und Kubebenpfeffer geschrotet. Da gibt es nochmal so eine richtig schöne Pfeffernote mit rein. So, ein bisschen Bergkernsalz gebe ich noch mit zu. Und jetzt, ihr Lieben, wie gesagt, köcheln lassen. Na, solltet ihr jetzt hier mit Wasser aufgefüllt haben, wie auch immer, dann darf auch gerne noch ein Lorbeerblatt mit rein. Ne?
dann ordentlich würzen die ganze Geschichte, damit es natürlich auch einen gewissen Geschmack hat. So, also hier köcheln lassen. In der Zwischenzeit gab es bei uns als Kinder sogar Croutons dazu. Und die machen wir jetzt mal. Also hier jetzt ein Toastbrot hergenommen. Jetzt schneiden wir hier einfach einen Würfel. Und jetzt stellen wir uns noch eine Pfanne auf. Was wichtig ist beim Kochen, ihr Lieben, das lege ich euch nochmal definitiv ans Herz und euch dann natürlich auch, Ordnung und Sauberkeit. Ne? Also versucht euren Arbeitsplatz immer ordentlich sauber und in Ordnung zu halten, dann habt ihr absolut keinen Stress. Also alles, was ihr nicht mehr braucht, gleich wegräumen, in den Spüler, wie auch immer, das Brettel oder zwischendurch mal schön abwischen, damit ihr nicht im Chaos versinkt. Das so als kleinen Tipp am Rande. Jetzt nehmen wir uns für unsere Croutons. Andrasch. Es geht langsam zur Neige. Andrasch. Also hier noch einen Löffel. Feinstes Mangalitzer Fett. So. Lassen schön heiß werden. Machen wir hier noch einen Deckel dafür. Dann geht es etwas schneller. So, jetzt hier die Croutons in die Pfanne geben. Und die Croutons natürlich nebenher nicht vergessen, ihr Lieben. So, die Croutons noch ein bisschen salzen. Hier ein bisschen Bergkernsalz dazu. Und ihr könnt noch ein bisschen Öl zugeben. In dem Fall habe ich hier ein Olivenöl. Um die schön kross hinzubekommen. So, zwischendurch mal hier die gelben Erbsen mal durchrühren. Also hier bei den Croutons, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch ein bisschen Knoblauch zugeben, wenn ihr möchtet. Ich zeige euch mal, wie ich das vorhin gemeint habe mit dem Knoblaucharoma. Das heißt, ihr nehmt einfach die Knoblauchzehe, die kann ruhig auch mit Schale sein. Also Knoblauchzehe ruhig mit Schale, einfach nur hier auf dem Brettel so andrücken. Ne? Einfach mal drauf, ne? Dann platzt die ein bisschen auf und das reicht eigentlich schon aus, so als leichtes kleines Aroma, wenn wir das hier mit zugeben. Müsst natürlich beim Anrichten dann ganz klar die Knoblauchzehe wegnehmen, sonst freut sich derjenige oder eben halt auch nicht, der die Knoblauchzehe dann auf seinem Teller hat. Ne? Ah, schön. Ups. Sehr gut. So, jetzt gibt es natürlich in Ungarn dort mehrere Möglichkeiten. Entweder du machst das als Föseleg, das bedeutet wie ein Eintopf. Das heißt, die wird auch nicht püriert. Die Erbse, wenn sie kocht, entwickelt natürlich auch hat einen Stärkeanteil, der bindet unsere Erbsensuppe und wenn die zerkocht, zerfällt die natürlich und wird halt dadurch sämig und dick. Oder
so mache ich das gern und so mögen es auch die Kinder, der Adrian und der Louis, wo die noch kleiner waren und wir die Suppe gegessen haben, dann gern püriert. Ne? Einfach mit dem Pürierstab volle Rakete durchpürieren und richtig fein. Ne? So, schaut mal hier, Croutons kriegen langsam Farbe. Ne? Hier, Croutons. Und jetzt geben wir hier noch den Rosmarin dazu. Jetzt können wir die Temperatur da im Prinzip schon runternehmen. Das reicht vollkommen aus. Jetzt probieren wir mal hier noch unseren Fond an sich. Schon der Geschmack der Brühe allein. Mega. Richtig lecker. So, also wir sind stehen geblieben, Föseleg, im Prinzip als Eintopf oder als pürierte Suppe. Die Ungarn machen natürlich dort gerne noch eine Rantage mit rein, das bedeutet so viel, die binden die ganze Geschichte noch ein bisschen ab. Und das machen sie entweder mit saurer Sahne und Mehl, geben das im Prinzip in eine Tasse, verrühren das und geben das so zu unserem Eintopf mit dazu, vorweg ein bisschen von der Flüssigkeit mit reinnehmen, damit es halt keine Klumpen gibt. Ne, das ist ganz wichtig. So, ich mache das heute nicht. Ich werde die dann einfach nur pürieren. So. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Die brauchen noch ein bisschen. In der Zwischenzeit machen wir uns ein bisschen Deko fertig. Schneiden wir hier noch ein bisschen Schnittlauch. Genau. Und hier ist natürlich auch der Fantasie keine Grenze gesetzt. Ihr könnt hier on top und die Suppe Wiener Würstchen reinmachen. Ein Stück Kolbas. Oder ihr tut Bauchspeck, Mangalitzer Bauchspeck oder was auch immer für einen Bauchspeck, den ihr mögt. In feine Streifen schneiden und richtig kross in der Pfanne anbraten. Vorsicht, dass er nicht verbrennt. Kross anbraten und dann gebt das oben on top auf die Suppe drauf. Klasse. Wir machen heute mal die Variante ohne Würstchen, ohne Speck, sondern einfach nur mit den Croutons. Genau. So, jetzt holen wir uns noch einen Teller daher. Pürierstab brauchen wir noch. So, Pürierstab anrichtet. Dann haben natürlich eure Gäste auch was davon. Und ihr habt den Vorteil, ihr Lieben, ihr könnt euch beim Anrichten ein bisschen mehr Zeit lassen. Wichtig, ne? Also, wenn ihr 4 bis 6 Leute zu Gast habt zu Hause, als Empfehlung immer bitte schön die Teller vorwärmen oder das Geschirr vorwärmen. Ne? Und wir probieren jetzt gleich nochmal so eine Erbse. Und natürlich hier so ein Crouton. Lecker. Oder wie sagt der Ungar? Neuempfindung. So, lass mal schauen hier. So, aber, meine Lieben, Salz und Pfeffer kann auf jeden Fall noch zu. So. Hey Adrian, wir kochen heute deine Lieblingssuppe. Also, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer noch dazugegeben. Und wir tun die jetzt schon mal leicht anpürieren.
Erstens, um euch das Endergebnis zu zeigen, auf jeden Fall. Musste alles ein bisschen schneller gehen. Und die schmeckt lecker. Das passt schon so. So, passt auf. Jetzt anrichten. Na? Hier. Also wie gesagt, ihr könnt die gern auch richtig schön fein pürieren. Macht überhaupt nichts. Oder halt stückig lassen. Wie ihr das möchtet. Das überlasse ich dann ganz einfach euch. Okay, dann heißt es anrichten. Nehmen wir uns hier den Teller daher. Ja, das ist jetzt schon schön. Auch Püree ähnlich. So, jetzt machen wir hier die Croutons noch oben drauf und top. Und ich kann mich gut erinnern, wo ich noch Kind war, die Croutons vorneweg. Ja, da hat man immer erstmal schön die Croutons, bevor die Suppe auf dem Teller war, schon gegessen. Aber der Opa, mein Opi, der hat das geduldet. So. Jetzt machen wir hier noch ein schönes Rosmarinzweigchen on top. Und Erbsensuppe. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gern meinen Kanal und schaut euch die anderen Kochvideos von mir an. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wieder hier sehen. Und bis dahin immer schön Rizzo bleiben, ihr Lieben. Und ich lasse es mir schmecken jetzt. Also, der Rizzo ist raus. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Euer Rizzo.